Eines der am häufigsten gewünschten Videos, vermutlich der letzten 12 Monate, war ein Video zum Thema asynchrone Programmierung in JavaScript. Und lange hat es gedauert, aber heute ist es endlich soweit. Heute werden wir eurem Wunsch entsprechen und ein Video machen, in dem alles behandelt wird, von Callbacks über Promises bis hin zu Async Await und dem ganzen Drum und Dran, was eben für asynchrone Programmierung in JavaScript relevant ist. Ganz wichtig, dieses Video ist kein Video für Anfängerinnen und Anfänger. Das heißt, wenn du mit JavaScript noch gar keine Erfahrung hast, dann ist das Video vermutlich nicht das Richtige für dich. Also ein paar Grundkenntnisse solltest du schon mitbringen. Und falls JavaScript für dich noch komplett neu ist, da haben wir im Zweifelsfall auch ein passendes Video für dich. Wir haben nämlich einmal eine Einführung in JavaScript in 100 Minuten gemacht und das solltest du dir im Zweifelsfall vorher erst einmal ansehen und das sozusagen durcharbeiten und dann zu diesem Video zurückkehren. Und falls du dir dieses Video anschauen willst, dann findest du den Link dazu hier oben in der Infocard. Ja, und ansonsten legen wir direkt los. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Developers Deep Dive. Ja, das Erste, was wir vielleicht noch mal wiederholen sollten oder worüber wir noch mal kurz sprechen sollten, ist die Relevanz von Funktionen in JavaScript. Bei Funktionen ist es ja so, dass die in JavaScript, anders als in vielen anderen Programmiersprachen, Bürger erster Klasse sind, wie man so schön sagt. Oder auf Englisch werden sie auch gerne als First-Class-Citizens bezeichnet. Das heißt, Funktionen können auch als Parameter von Funktionen verwendet werden. Funktionen können auch als Rückgabewert von Funktionen verwendet werden. Das heißt, man kann Funktionen schreiben, die Funktionen entgegennehmen. Man kann Funktionen schreiben, die Funktionen zurückgeben. Man kann Funktionen schreiben, die Funktionen entgegennehmen und Funktionen zurückgeben und so weiter. Das heißt, man kann Funktionen auf sehr vielfältige Art und Weise und durchaus komplex miteinander kombinieren. Das sind dieses Feature, dass man quasi Funktionen schreiben kann, die wiederum mit Funktionen umgehen. Das sind sogenannte Funktionen höherer Ordnung oder im Englischen sogenannte Higher Order Functions. Und damit möchte ich jetzt heute einsteigen. Damit kann man ein ganz bestimmtes Pattern bauen, nämlich man kann sich so eine Art eigene For-Each-Funktion schreiben. Und dafür lege ich als erstes mal einen Ordner an, nenne das Ganze mal For-Each. Und natürlich gibt es in JavaScript zum einen schon eine For-Each-Schleife, oder eine For-Each-Funktion, besser gesagt, auf Arrays. Zum anderen gibt es in JavaScript definitiv mehr als genug Schleifentypen. Nichtsdestotrotz kann es durchaus interessant sein, sowas einmal selbst zu bauen. Das heißt, wir legen hier eine index.js-Datei hinein und wir fangen dann an, da drin mal eine eigene For-Each-Funktion zu schreiben. Ja, und das Ganze könnte also so aussehen, dass wir zunächst mal sagen, wir haben vielleicht ein Array. Da nehme ich immer ganz gerne die Primzahlen. Das heißt, wir könnten sagen, wir haben das Array mit den Primzahlen 2, 3, 5, 7, 11 und so weiter. Und ich schalte GitHub Copilot im Moment mal aus für dieses Video. Das heißt, also wir haben dieses Array und da möchten wir jetzt drüber laufen und möchten eben für jede Zahl, für jede Primzahl, die darin enthalten ist, möchten wir einen bestimmten Code ausführen. Und jetzt könnte man in JavaScript, jetzt könnte man natürlich mit einer For-Schleife drüber laufen über dieses Array, man könnte mit einer For-Off-Schleife über dieses Array iterieren und so weiter. Und wir könnten in JavaScript, gibt es ja auch eine For-Each-Funktion, die wir verwenden könnten. Aber angenommen, diese Funktion gäbe es nicht, dann wäre es schön, wenn wir uns die selbst schreiben könnten. Das heißt, was wir gerne hätten, wäre eine Funktion, sowas wie For-Each, wo ich dann eben angeben kann, ich möchte für jede Primzahl, die hier in diesem Array enthalten ist, möchte ich etwas machen. So, und damit wir diese Funktion aufrufen können, muss ich die Funktion natürlich vorher definieren. Das heißt, wir gehen hier hin und sagen erstmal, wir definieren eine Funktion namens for-each. Und diese Funktion, die bekommt ja hier offensichtlich ein Array als Parameter übergeben. Das heißt, wir haben hier ein Array. Naja, und jetzt, diese Funktion macht natürlich unter der Haube erstmal nichts anderes, als einfach eine For-Schleife oder eine For-Off-Schleife zu kapseln. Und ich mache das jetzt an der Stelle mit einer For-Off-Schleife. Das heißt, wir sagen for const item of array. So, und jetzt ist eben die Frage, was wollen wir denn jetzt mit jedem dieser Elemente in diesem Array machen? Und eine ganz einfache Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass wir die jeweilige Zahl einmal ausgeben. Also könnten wir sagen Konsole log item. So, und wenn wir das Ganze jetzt mal versuchen auszuführen, dafür wechsle ich mal auf die Kommandozeile, wechsle in den Ordner 01 for each und rufe einmal Node mit der index.js auf, dann sehen wir, dass die Zahlen 2, 3, 5, 7 und 11 eine nach der anderen ausgegeben werden. Also das funktioniert.
Das ist auf der einen Seite noch nicht besonders weltbewegend, dass das Ganze funktioniert. Das ist ja relativ simpel noch, hat aber vor allem einen blöden Nachteil, nämlich es ist ja jetzt hart kodiert, was mit dem jeweiligen Item geschehen soll. Viel schöner wäre ja, wenn wir das Ganze parametrisieren könnten. Also wenn wir von außen festlegen könnten, dass wir zwar über dieses Primes Array drüber laufen wollen, aber dass wir eben auch von außen mitgeben können, was genau denn damit eigentlich passieren soll mit den einzelnen Elementen. So. Und dafür müssen wir im Grunde genommen diesen Funktionsaufruf hier, dieses Konsole.log von Item, müssen wir ersetzen durch eine eigene Funktion sozusagen. Und wir könnten diese Funktion einfach mal FN für Function nennen. So, und jetzt ist die Frage, wo kommt diese FN-Function her? Und ich habe es ja eben in der Einleitung schon erwähnt, dass wir einer Funktion eine Funktion als Parameter übergeben können. Das heißt, es liegt ja relativ nahe dieser For-each-Funktion einfach als zweiten Parameter neben dem Array eine Funktion als Parameter zu übergeben. Und jetzt wissen wir, diese For-each-Funktion, wenn wir die aufrufen, dann erwartet die zwei Parameter. Wir müssen also zwei Argumente übergeben, nämlich zum einen ein Array und zum zweiten eine Funktion. Das heißt, hier unten der Aufruf, der passt noch nicht. Ein Array haben wir schon, aber es fehlt eine Funktion. Das Schöne in JavaScript ist, diese Funktionen oder generell Funktionen kann man inline definieren. Die können anonym sein. Das heißt, ich mache erstmal die ausführliche Schreibweise. Das heißt, wir können hier einfach hinschreiben, wir haben eine Function, die wir als zweiten Parameter übergeben. Ganz, ganz wichtig ist eben dieser Ausdruck hier, das ist eine Funktionsdefinition, das ist kein Funktionsaufruf, sondern das ist erstmal nur das Anlegen, das Deklarieren dieser Funktion. Und diese Funktion, die wird nun nachher als FN in die For-each-Funktion hineingereicht und hier in Zeile 7 aufgerufen. Und jetzt sehen wir, dass bei diesem Aufruf das jeweils aktuelle Item als Argument übergeben wird. Und das wiederum heißt natürlich, dass wir hier auch einen entsprechenden Parameter entgegennehmen sollten, denn ansonsten wird zwar ein Argument übergeben, aber wir können nicht darauf zugreifen. Also von daher müssen wir jetzt hier sagen, wir erwarten einen Parameter. Da wir jetzt ja über das Primes Array drüber iterieren, erwarten wir hier natürlich, macht ja irgendwie Sinn, dass dieser Parameter dann Prime heißt. Und jetzt können wir hingehen und können innerhalb dieser Funktion, können wir irgendwas mit Prime machen. Wir könnten also zum Beispiel sagen, Konsole log Prime. So, wenn wir das so haben und das Ganze jetzt nochmal ausführen, dann sehen wir erstmal, es passiert genau das gleiche wie vorher. Wir bekommen die Zahlen von 2 bis 11 einzeln auf die Kommandozeile ausgegeben. Und jetzt können wir das natürlich sehr einfach anpassen. Wir könnten jetzt hier auch sagen, wir berechnen zum Beispiel das Quadrat von der jeweiligen Primzahl. Und dann bekommen wir eben nicht mehr 2, 3, 5, 7, 11, sondern 4, 9, 25, 49 und 121 und so weiter. Also von daher, wir haben jetzt ein Konstrukt geschaffen. Wir haben quasi unsere eigene Schleife, wenn man so will, geschaffen. Also zumindest ein Konstrukt, was eine Schleife abstrahiert. Wir haben die Schleife hinter einer Funktion verborgen. Und wir haben sozusagen zwei Parameter. Mit dem ersten können wir angeben, über was wir iterieren wollen. Mit dem zweiten können wir eine Funktion angeben, mit der wir bestimmen, was denn mit jedem einzelnen Element dieses Arrays passieren soll. Und das können wir jetzt noch ein bisschen kürzer schreiben. Wir können hier an dieser Stelle bei der Funktionsdefinition können wir auf einen Lambda-Ausdruck ausweichen. Das heißt, das Function-Schlüsselwort kann entfallen. Dafür brauchen wir hier den FatArrow-Operator. Und da wir bei einer Parameterliste, bei einer Lambda-Expression, die nur einen Parameter enthält oder umfasst, keine Klammern brauchen, können wir die hier entsprechend auch noch wegnehmen. Und theoretisch könnte man sogar noch auf die geschweiften Klammern verzichten. Die lasse ich an der Stelle jetzt aber mal stehen. Naja, und von daher ein letztes Mal noch. Wir sehen, das Ganze funktioniert immer noch. So, und was wir damit jetzt geschaffen haben, ist zunächst mal eine Funktion, nämlich hier oben die For-each-Funktion, die eine weitere Funktion entgegennimmt und die diese Funktion in regelmäßigen Abständen immer wieder aufruft. Und das ist eine sogenannte Callback-Funktion. Also einfach eine Funktion, die man mitgibt und die über kurz, wie wenn man seine Telefonnummer jemandem mitgibt und man dann über kurz oder lang von dieser Person zurückgerufen wird. Und an der Stelle gibt man jetzt eben eine Funktion mit und diese Funktion wird über kurz oder lang von jemand anderem wieder aufgerufen. Daher nennt sich das eine Callback-Funktion. Und das hat erstmal noch gar nichts mit asynchronem Code zu tun. Das ist sogar ein synchroner Callback, denn diese Funktion ist eine ganz, ganz, ganz normale Funktion. Also diese Prime-Funktion hier oder diese Funktion, die den Prime-Parameter entgegennimmt, die macht nichts weltbewegend Besonderes. Das ist eine ganz normale, synchrone, blockierende Funktion. Das heißt, wenn diese Funktion aufgerufen wird, dann arbeitet die ihren Inhalt ab.
Und wenn sie fertig ist, dann springt sie an den Aufrufer zurück, zum Aufrufer zurück, und dann geht es dort ganz normal weiter. Das heißt, dieser Funktionsaufruf hier, der ist synchron. Und daher wissen wir, dass diese For-Off-Schleife sozusagen ein Item nach dem anderen immer in der gleichen Reihenfolge, deterministisch und so weiter verarbeiten wird. Und insofern, also Callbacks haben erstmal, oder ja, wenn man als Callback eine synchrone Funktion angibt, dann hat man erstmal einen synchronen Callback. Und das ist eigentlich auch erstmal wunderbar. So, jetzt ist aber der Punkt, es gibt in JavaScript nicht nur synchrone Callbacks, es gibt auch asynchrone Callbacks. Und asynchrone Callbacks, die kommen in JavaScript durchaus vor, und zwar immer dann, wenn man mit Operationen zu tun hat, die relativ, sagen wir mal in Anführungszeichen, teuer sind. Also teuer heißt ja meistens zeitintensiv in der Informatik. Und das ist in JavaScript vor allem bei allen I/O-Vorgängen der Fall, also jetzt im Falle von Node zum Beispiel, immer dann, wenn man mit dem Netzwerk interagiert, immer dann, wenn man mit der, wenn man mit der Disk interagiert, immer dann, wenn sonstige langlaufende Prozesse angestoßen werden, die eben einfach relativ im Vergleich zu einer Berechnung, die rein im Arbeitsspeicher abläuft, verhältnismäßig teuer sind. So. Und da wird dann häufig so eine Art Fire-and-Forget-Mentalität angewendet. Das heißt, man ruft eine Funktion auf, wartet aber nicht, dass diese Funktion tatsächlich irgendwann auch mal fertig wird, sondern die Funktion kehrt sofort zurück, berechnet im Hintergrund irgendwas und gibt das Ergebnis irgendwann später zurück. Und auf dieses irgendwann später, da wartet man eben nicht aktiv drauf, sondern man lässt sich benachrichtigen. Und dieses Benachrichtigen, das läuft dann ebenfalls wieder über einen Callback. Und das hört sich jetzt erstmal relativ kompliziert an. Tatsächlich ist es gar nicht so kompliziert. Ich zeige das an einem ganz einfachen zweiten Beispiel, nämlich an einer Funktion, die du vermutlich in- und auswendig kennst, die du schon 100-mal gesehen hast und auch schon 100-mal angewendet hast, nämlich setTimeout. Das ist dafür eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Denn setTimeout erwartet zwei Parameter. Zum einen einen Callback, da haben wir wieder eine Funktionsdefinition, und die Zeit in Millisekunden, wie lange gewartet werden soll, bis dieser Callback ausgeführt wird. Und hier könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, wir warten mal 2000 Millisekunden. Und wir könnten außerdem sagen, nach 2000 Millisekunden wollen wir Hallo Welt ausgeben. So, und das Besondere an diesem Programm ist jetzt eben, dass diese SetTimeout-Funktion nicht blockiert, weil damit würde sie eben synchron verarbeitet werden, dann würde sie warten, sondern SetTimeout arbeitet asynchron. Das heißt, wenn wir hier vorne dran noch ein Konsole-Log Start machen und hier hinten dran noch ein Konsole-Log Ende, dann könnte man jetzt, wenn man mit JavaScript nicht so viel Erfahrung hat, davon ausgehen, dass zunächst Start ausgegeben wird, dann wird 2 Sekunden gewartet, dann wird Hallo Welt ausgegeben und dann direkt danach kommt Ende. Und das ist aber tatsächlich nicht das, was passiert, und das probieren wir einfach mal aus, das gucken wir uns mal an, was genau passiert. Das heißt, wir führen auch diese Datei mal mit Node.js aus und wir sehen, wir bekommen Start und Ende ziemlich direkt. Dann dauert das eine Weile, nämlich 2 Sekunden, und dann kommt Hallo Welt. Das heißt, das ist sozusagen der Beweis dafür, also das Programm startet oben, gibt zunächst mal Start aus. Dieses Set-Timeout, ich vergleiche das immer ganz gerne, das ist wie wenn man sich einen Wecker stellt. Wenn man sich einen Wecker für den nächsten Morgen stellt, dann bleibt man ja auch nicht wach neben dem Wecker sitzen und starrt den Wecker an, bis es irgendwann soweit ist, dass er klingelt. Das wäre ein blockierendes, synchrones Verhalten, sondern man stellt den Wecker, das geht relativ schnell, dann legt man sich schlafen und die Zeit vergeht sozusagen weiterhin. Das heißt, diese Funktion, die man hier setTimeout als Parameter übergibt, die merkt sich JavaScript, die merkt sich Node im Hintergrund. Und wenn irgendwann die Zeit abgelaufen ist, dann wird diese Funktion irgendwann später mal aufgerufen. Aber dieses reine sozusagen den Wecker stellen auf in 2 Sekunden und diese Funktion mal in den Hintergrund legen, das geht innerhalb von ein paar Millisekunden. Und danach kehrt die SetTimeout-Funktion erstmal direkt zurück. Und deswegen kommt nach Start direkt die Ausgabe von Ende. Dann ist das Programm an seinem Ende angekommen, würde normalerweise auch direkt beendet werden. Jetzt liegt aber im Hintergrund dieser Callback noch rum, der noch nicht ausgeführt worden ist. Und da ist dieser Timer oder dieser Timeout, der noch nicht gegriffen hat. Und deswegen wartet JavaScript jetzt. Und nach 2 Sekunden, da wird dann endlich diese Funktion hier aufgerufen. Und dann wird Hallo Welt ausgegeben. Also das heißt, wenn wir es nochmal anschauen, Start, Ende, Hallo Welt. Also das ist das Verhalten an der Stelle. Und jetzt merkt man,
Wenn man diesen Aufruf von setTimeout, das ist also ein Funktionsaufruf, an den wir eine Funktion als Parameter übergeben und in dem Fall eine Zahl, wenn wir das mal vergleichen mit unserer selbstgeschriebenen for-each-Schleife, dann haben wir hier einen Funktionsaufruf. Hier übergeben wir jetzt halt, gut, die Reihenfolge ist anders. Die Funktion als Callback ist hier der zweite Parameter. Bei setTimeout ist es der erste Parameter, aber das macht ja unterm Strich keinen wirklichen Unterschied. Und wir übergeben bei setTimeout dann eben eine Zahl als zweiten Wert und hier ist es eben ein Array als zweiter Wert. Aber das ist vom Prinzip her, ist es dasselbe Konzept. Und das heißt, da sieht man, dass also beide Funktionen sowohl forEach als auch setTimeout mit einem Callback arbeiten. forEach weist aber ein synchrones Verhalten auf. Die forEach-Funktion endet erst, wenn alle Elemente dieses Arrays verarbeitet worden sind, wenn alle Callbacks aufgerufen worden sind, wohingegen das setTimeout mehr oder weniger direkt nach seinem Aufruf endet und nicht erst, wenn der Callback ausgeführt wird. Das heißt, wenn der Callback läuft, ist setTimeout schon lange abgeschlossen. Das heißt, das ist, sieht syntaktisch identisch aus, heißt dementsprechend auch, dass man rein aus der Tatsache, dass eine Funktion eine andere Funktion als Parameter erwartet, dass sie mit einem Callback arbeitet, daraus kann man nicht automatisch schließen, dass sie asynchron arbeitet, sondern das kommt immer darauf an, was die Funktion unter der Haube eigentlich macht, ob sie I/O-Vorgänge durchführt, ob da irgendwas im Hintergrund passiert oder nicht. Und das sieht man dem Funktionsaufruf so erstmal nicht an. Also das muss man einfach wissen. Um jetzt dieses asynchrone Verhalten noch ein bisschen besser zu verstehen, kommt noch ein Konzept ins Spiel, was man kennen sollte, wenn man sich mit JavaScript beschäftigt, nämlich die sogenannte Event Loop. Und den Begriff hast du vielleicht oder sicherlich auch schon das ein oder andere Mal gehört. Und zur Event Loop sollten wir auch noch ein paar Sätze sagen, bevor wir dann tiefer sozusagen in den asynchronen Code einsteigen. Bei JavaScript ist es erstmal so, und das ist ganz, ganz wichtig, völlig egal auch, ob du unter Node arbeitest oder ob du im Browser arbeitest oder ob du mit Dino arbeitest oder welche JavaScript-Runtime auch immer du verwendest, das ist überall gleich. Nämlich, JavaScript führt Code erstmal nur single-threaded aus. Ja, das ist so der Satz, den man häufig liest. JavaScript ist single-threaded. Und das ist so eine Aussage, die ist ein bisschen vereinfacht. Also die stimmt in gewisser Weise und sie stimmt auch in gewisser Weise nicht. Was stimmt ist, dass der Code, den du schreibst in JavaScript, immer nur in einem einzigen Thread ausgeführt wird. Das heißt, dein Code, der läuft niemals in mehreren Threads gleichzeitig. Insofern ist JavaScript in Bezug auf den User-Code single-threaded. Das heißt aber nicht, dass JavaScript unter der Haube in der Runtime nicht durchaus in der Lage wäre, mit mehreren Threads zu arbeiten. Nur dein Code, der läuft halt immer nur in einem einzigen Thread. Und das hat gewisse Konsequenzen, zieht gewisse Dinge nach sich, wie man programmieren muss. Es hat ein paar positive Seiteneffekte, hat ein paar negative Seiteneffekte. Ein sehr positiver Effekt ist, dass das Debuggen meiner persönlichen Meinung nach definitiv einfacher ist als in einer echten Multithreaded-Sprache. Multithreaded-Debugging ist ein sehr, sehr, sehr komplexes und sehr anspruchsvolles und sehr kompliziertes und sehr fehleranfälliges Thema. Und das ist in JavaScript deutlich einfacher gelöst. Das heißt aber nicht, dass man bloß weil nichts gleichzeitig läuft, dass man sich nicht Data Races, Deadlocks oder Ähnliches einfangen könnte. Und da ist man vielleicht in JavaScript manchmal ein bisschen zu voreilig oder ein bisschen zu fahrlässig, dass man über solche Sachen nicht richtig nachdenkt. Denn bloß weil Dinge nicht physisch gleichzeitig passieren können, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht logisch trotzdem gleichzeitig oder verschränkt passieren können und dass es da zu Problemen führen könnte. So, also. Insofern dieses Single-Threaded, damit du das richtig einordnen kannst. JavaScript unter der Haube ist Multithreaded, aber dein Code läuft immer nur in einem einzigen Thread. So, und das hat jetzt eine sehr interessante Auswirkung. Wenn wir nämlich hier dieses Programm mal weiterverwenden, wo wir Start, Ende, Pause, Hallo Welt machen. Und jetzt wissen wir ja, dass zunächst Start ausgegeben wird, dass dann Ende ausgegeben wird. Dazwischen wird der Wecker gestellt und am Ende wird irgendwann nach 2 Sekunden dann dieser Callback aufgerufen. Dann ist ja die logische Konsequenz von all dem, dass die Aufrufe von Console-Log-Start und Console-Log-Ende und von setTimeout und auch der Callback alle in demselben Thread laufen müssen, weil, wie ich gerade ja gesagt habe, dein Code läuft ja immer nur in einem einzigen Thread. Du kannst in JavaScript nicht multithreaded arbeiten. Klammer auf, ja, mir ist auch bewusst, dass es inzwischen Wege gibt, wie man das machen kann.
aber im Kern von der Sprache und wenn wir die letzten 25 Jahre der Sprache angucken, dann war das nicht möglich. Da ist JavaScript immer single-threaded. So, und das heißt, innerhalb eines Threads können niemals zwei Funktionen gleichzeitig laufen. Ja, das ist auch erstmal logisch, eine Funktion muss fertig sein, bevor die nächste läuft. So, und das heißt nun aber, wenn wir uns mal überlegen, was jetzt hier passiert, also man könnte um das ganze Programm, was wir hier sehen, gedanklich quasi eine unsichtbare Klammer sich drumherum denken, was so eine Art Main-Funktion repräsentiert. Das heißt, also die Main-Funktion startet, es wird Start ausgegeben, es wird Set-Timeout aufgerufen, der Wecker wird gestellt, es wird Ende ausgegeben und jetzt endet die Main-Funktion. Und normalerweise würde das Programm jetzt auch direkt enden. Ich habe ja eben schon gesagt, das ist auch im Normalfall das, was passiert, aber JavaScript weiß jetzt eben, im Hintergrund, da ist noch dieser Wecker gestellt, der hat noch nicht geklingelt, insofern Programm noch nicht beenden, da könnte noch was passieren. Das heißt, JavaScript wartet jetzt im Grunde genommen, dreht Däumchen, hat nichts mehr zu tun. Der springende Punkt ist aber, dass die Main-Funktion beendet ist. Das heißt, wir haben, wenn man so will, keinen aktiven Thread mehr oder beziehungsweise keinen aktiv ausgeführten Code mehr. Das heißt, wenn die 2 Sekunden um sind und dieser Callback hier aktiv werden soll, dann ist der Main-Thread sozusagen frei. Diese Funktion, die ich jetzt gerade markiert habe, die wird sozusagen die neue Main-Funktion und dann geht das ganze Spielchen eben wieder von vorne los. Und jetzt läuft eben diese Funktion sozusagen als Main. Jetzt ist aber der Punkt, was passiert, wenn dieser Timer hier sozusagen auslöst, also wenn der Wecker klingelt, bevor die Main-Funktion zu Ende ist? Weil jetzt haben wir ein Problem. Weil jetzt soll ja eigentlich der Callback ausgeführt werden, aber die eigentliche Main-Funktion läuft noch. Und das können wir mal simulieren, indem wir hier hingehen und statt mit 2000 Millisekunden mal mit 10 Millisekunden arbeiten. Also wir wählen einen sehr, 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 sehr kleinen zeitlichen Versatz. Wenn wir das mal laufen lassen, ist das Ergebnis immer noch Start, Ende, Hallo Welt. Nur das Hallo Welt kommt jetzt eben deutlich schneller. Und jetzt blockieren wir mal die Main-Funktion künstlich, indem wir hier eine Schleife einfügen, nämlich ein for let i gleich 0, i kleiner, bin mir jetzt unsicher, welche Größenordnung ich nehmen soll. Ich probiere es mal mit einer Milliarde, i plus plus. Da müssen wir mal gucken, ob das ausreicht. Und hier sagen wir mal intentionally do nothing. Also einfach eine leere Schleife, bei der man eigentlich annehmen könnte, dass die Laufzeitumgebung, der Compiler, wer auch immer, sie wegoptimiert, weil diese Schleife komplett sinnfrei ist. Das ist aber nicht das, was passiert. Also sie wird tatsächlich ausgeführt und bis zu einer Milliarde zu zählen, das dauert halt eine Weile. Jetzt ist die Frage, dauert das kürzer oder länger als 10 Millisekunden? Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Und schauen wir erstmal, was passiert. Wir rufen das also auf. Aha, man hat schon gesehen, es war eine sichtbare, spürbare Pause drin. Jetzt nehmen wir mal nicht eine Milliarde, jetzt nehmen wir mal ganz bewusst 10 Milliarden. So, und jetzt wird der Effekt deutlicher. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt starte, kommt Start, Ende. Jetzt ist eine Pause da. Und die ist definitiv länger als 10 Millisekunden. Das dauert jetzt schon deutlich länger. Und dann kommt erst Hallo Welt. Und jetzt kann man die Frage stellen, was ist da passiert? Weil an unserem Timer mit den 10 Millisekunden hat sich ja nichts geändert. Und wir haben ja vorher gesehen, dass das ziemlich sofort nach der Ausgabe von Ende, das direkt Hallo Welt ausgegeben wurde. Und jetzt haben wir eben genau das Problem, dass unsere imaginäre Main-Funktion eben noch läuft. Das heißt, die imaginäre Main-Funktion gibt Start aus, stellt den Wecker für in 10 Millisekunden, gibt Ende aus und begibt sich in diese Schleife. Und während sie jetzt durch diese Schleife Iteration um Iteration um Iteration durchläuft und immer wieder um 1 erhöht, die Laufvariable i, irgendwann mittendrin fängt jetzt der Wecker an zu klingeln, weil 10 Millisekunden um sind. Und das ist jetzt sozusagen für JavaScript das Signal, dass dieser Callback hier oben ausgeführt werden soll. Das Problem ist aber, dass unsere Main-Funktion den einzig verfügbaren Thread ja blockiert. Die ist ja noch aktiv. Insofern klingelt dieser Wecker jetzt vor sich hin. Der Callback kann nicht ausgeführt werden. Und es wird erstmal fertig bis 10 Milliarden gezählt. Und dann sind wir am Ende unserer eigentlichen Main-Funktion angekommen. Jetzt wird der Thread freigeräumt und jetzt erst kann der Callback sozusagen als neue Main-Funktion auf den Thread geladen werden und kann dann ausgeführt werden. Das heißt also eine blockierende Schleife, die verhindert das Ausführen von asynchronen Callbacks. Und dessen muss man sich bewusst sein, dass eben in JavaScript ein Set-Timeout zum Beispiel nicht heißt, führe diese und jene Funktion in 10 Millisekunden oder in x Millisekunden aus, sondern dass das immer heißt, führe es in frühestens
x Millisekunden aus, weil es könnte sein, dass der Thread aus welchen Gründen auch immer von irgendeiner synchron arbeitenden Funktion noch blockiert wird. Und JavaScript kann sozusagen seine Aufmerksamkeit eben immer nur an eine Stelle gleichzeitig richten oder auf eine Stelle gleichzeitig richten. Insofern ist das Verhalten durchaus asynchron, aber eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht parallel. Es ist immer nur ein einziger Thread. Und dieser Mechanismus, der sozusagen nach dem Ende der Main-Funktion entscheidet, ob noch gewartet werden muss und der dann entscheidet, welcher Callback als nächster an die Reihe kommt, das ist unter der Haube die sogenannte Event-Loop. So, und also insofern, das ist das Verhalten, was wir jetzt hier an dieser Stelle haben. Und eine ganz wichtige Erkenntnis daraus ist eben, dass eine laufende Funktion, eine Funktion, die gerade ausgeführt wird, die wird von JavaScript niemals unterbrochen. Das heißt, egal wie weit wir hier zählen, es wird immer erst diese Schleife zu Ende gezählt, bevor diese Funktion hier oben greift. Funktionen werden niemals unterbrochen. Und das bedeutet eben, dass Funktionen, die eben für das, was sie machen sollen, einfach lange brauchen, dass die eben tatsächlich die Ausführung blockieren. Und daher sollte man solche Funktionen vermeiden. Und das ist der Grund, warum es so oft dann heißt in JavaScript, dass JavaScript nicht so gut geeignet ist für komplexe Berechnungen. Warum Node.js zum Beispiel alles, was mit I.O. zu tun hat, direkt asynchron macht. Wenn es nämlich synchron wäre, dann würde das eben den Rest des Programms blockieren. Man kann sich vorstellen, ein HTTP-Server zum Beispiel, der ja viele eingehende Requests mehr oder weniger gleichzeitig verarbeiten soll, wenn der jetzt auf einmal erstmal 10 Sekunden steht, weil eine komplexe Berechnung läuft, dann ist das für die Usability sehr, sehr schlecht. Das Ganze merkt man übrigens auch im Browser. Könnt ihr mal ausprobieren, macht ein Browserfenster auf, völlig egal, welchen Browser ihr nehmt, ob Chrome oder Edge oder Firefox oder Opera oder was auch immer ihr nehmen möchtet. Macht mal ein Browserfenster auf, öffnet die Entwicklerkonsole, ladet irgendeine Webseite eurer Wahl, wo es was mit Interaktionen gibt und dann schreibt mal in die Browserkonsole hier eine solche Schleife rein, drückt Enter und dann werdet ihr feststellen, dass die dargestellte Webseite nicht mehr reagiert, weil der eine einzige Thread, der für die UI-Darstellung und die UI-Interaktion verantwortlich ist, eben auch der Thread ist, der für die Ausführung von JavaScript verantwortlich ist und der ist jetzt eben mit Zellen beschäftigt. Also von daher, das muss man eben entsprechend wissen und im Hinterkopf behalten. So. Und mit diesem Grundlagenwissen, jetzt weißt du also, was Callbacks sind, du weißt, was der Unterschied zwischen synchronen und asynchronen Callbacks ist und du weißt, dass so ein bisschen wie und wann asynchrone Funktionen ausgeführt werden. Und jetzt können wir mit dem Ganzen mal arbeiten und mal versuchen, ein kleines, mehr oder weniger sinnvolles Programm zu schreiben. Und ich sage es direkt dazu, es ist nicht das sinnvollste Programm der Welt, was ich jetzt heute bauen werde. Es dient mehr Illustrationszwecken. Also von daher, es geht auch nicht um den Inhalt des Programms an sich, es geht mehr um die Art und Weise, wie das Ganze geschrieben wird. Ja, und dafür legen wir einen neuen Ordner an und nennen ihn mal Copy File. So, und ich wechsle auch direkt dort hinein. Und da drin, wir starten wieder mit einer Index.js und wir starten mit dem Strict Mode. Und ich bin ja jetzt an der Stelle mit Node und nicht im Browser unterwegs, insofern kann ich ja auf die Module, die in Node von Haus aus integriert sind, zugreifen. Und ich werde mir jetzt ein paar Funktionen schreiben, die quasi so kleine Helferlein sind. Und ich werde zunächst mal noch eine Datei anlegen, nennen wir sie mal input.txt und da schreiben wir mal Hallo Welt rein. Wofür diese Datei da ist, wirst du gleich noch sehen. So, und das Erste, was wir machen, ist, wir schreiben uns eine Funktion und nennen diese Funktion readInput. So, und diese Funktion, die bekommt einen Dateinamen übergeben, das heißt, sie bekommt hier einen FileName-Parameter und die soll nun, also das wird nachher input.txt sein, und die soll nun diese Datei, beziehungsweise besser gesagt den Inhalt dieser Datei von der Platte lesen. Das Ziel ist nachher, diese Datei zu kopieren. Jetzt kann man natürlich einwenden, das sollte man mit Streams machen und, ist mir alles bewusst. Es geht aber, wie gesagt, an der Stelle nicht darum, das weltbeste Kopierprogramm zu schreiben, sondern ich brauche irgendwas, woran man asynchrone Programmierung und jetzt erstmal mit Callbacks ein bisschen demonstrieren kann. So, und um eine Datei zu lesen, dafür greifen wir auf das FS-Modul von Node.js zurück. Deswegen laden wir das mit RequireFS. Übrigens, weil bei dem ein oder anderen Video zu JavaScript in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal wieder die Frage kam,
warum ich mit Require und nicht mit Import arbeite. Das liegt einfach daran, dass Node.js von Haus aus immer noch auf Require, also auf Common.js basiert. Und wir werden nachher auch noch auf Import- und ESM-Module zu sprechen kommen. Aber das ist erstmal die Ausgangsbasis. Es geht aber an der Stelle auch nicht darum, ob wir das mit Require oder ob wir das mit Import machen, ob wir jetzt mit Common.js oder mit ECMAScript-Modulen arbeiten. Das spielt für die Art und Weise, wie man mit asynchronem Code umgeht, unterm Strich keine Rolle. Also von daher das einfach nur kurz als Erklärung, warum ich da jetzt, die Require-Funktion verwende, um das FS-Modul zu laden. So, und in dem FS-Modul gibt es eine Funktion, die heißt ReadFile. Und ReadFile bekommt drei Parameter. Der erste Parameter ist der Dateiname, der gelesen werden soll. Das heißt, das können wir einfach durchreichen, den File nehmen. Der zweite Parameter ist ein Optionsobjekt, wo wir angeben können, in welchem Encoding soll denn gelesen werden. Und da können wir jetzt zum Beispiel sagen, das ist hier Encoding UTF-8. Und der dritte Parameter der ReadFile-Funktion ist ein Callback. Und dieser Callback wiederum, der hat zwei Parameter, nämlich einen Error, falls irgendwas schiefgegangen ist beim Lesen, oder die eigentlichen Daten in dem gewünschten Encoding. Also in dem Fall als UTF-8 encodierter String. So, und jetzt müssen wir überlegen, okay, was machen wir denn? Also den Fehler ignorieren wir mal kurz für den Augenblick, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wir haben jetzt also die Daten, den gelesenen Inhalt der Datei in der Variablen Data und möchten das natürlich von ReadInput gerne zurückgeben. Wenn wir jetzt hier hinschreiben Return Data, das ist ja das, was man zunächst mal versucht, dann wird man feststellen, dass das nachher nicht funktioniert, weil sich dieses Return ja nicht auf diese Funktion hier bezieht, sondern dieses Return bezieht sich auf diese Funktion, also nur auf den Callback. Und dieser Callback, der wird ja unter der Haube von ReadFile aufgerufen, oder besser gesagt von Node.js aufgerufen, wenn das Ergebnis von ReadFile vorliegt. Das heißt, wohin wir diese Daten jetzt hier gerade returnen, das ist mir eigentlich völlig unklar, halt irgendwo in die Interna von Node.js, und da will ich sie ja nicht haben. Ich will sie ja eigentlich als Ergebnis von unserer eigenen Read-Input-Funktion haben. Und egal, wie wir das jetzt drehen und wenden, wir werden es nicht hinbekommen, das mit einem Return zu lösen. Auch wenn man jetzt auf die Idee kommt, vorher eine Variable zu definieren und das Ergebnis da reinzuschreiben und. Es wird nicht funktionieren, kannst du gerne mal ausprobieren. Die Erkenntnis, die man über kurz oder lang hat, ist, dass sobald man einmal eine Funktion aufgerufen hat, wie hier fsreadfile, die asynchron ist, auch alle übergeordneten Funktionen auch asynchron sein müssen. Das heißt, weil die readInput die readfile verwendet und weil readfile asynchron ist, muss auch readInput asynchron sein. Und ich habe vorhin gesagt, ein Callback ist nicht ein zwingender Indikator dafür, dass eine Funktion asynchron ist, aber wenn eine Funktion asynchron ist, dann braucht sie erstmal einen Callback, um ein Ergebnis zurückzugeben. Das heißt, wir sagen hier, wir haben einen zweiten Parameter, einen Callback, und jetzt gehen wir hin und sagen, also wenn es einen Fehler gab, dann rufen wir unseren Callback auf und übergeben den Fehler, und andernfalls rufen wir unseren Callback auf und sagen, naja, wir hatten keinen Fehler, da übergeben wir also null und übergeben als zweiten Parameter Data. Das ist ein sehr, sehr gängiges Pattern. Callbacks von asynchronen Funktionen in Node.js, und das hat sich inzwischen so ein bisschen auf die generelle JavaScript-Welt ausgeweitet. Callbacks haben, wenn sie zu einer asynchronen Funktion gehören, ist immer der erste Parameter ein Fehler, falls es einen Fehler gab, oder eben null. Und danach kommt der eigentliche Nutzwert oder die eigentlichen Nutzdaten des Ergebnisses. Und dann hat man eben ganz oft dieses Pattern, wenn also ein Fehler übergeben wurde, wenn das also nicht null ist, dann behandle eben den entsprechenden Error. Ansonsten rufe den Callback auf und übergib null für den Fehler und mach halt mit den Daten irgendwas. Und übrigens die Read-Input-Funktion, wir hätten genauso gut fsreadfile direkt verwenden können. Im Moment macht readInput nämlich nichts anderes, als sozusagen die Signatur von readfile duplizieren. Das Einzige, was readInput zusätzlich macht, ist hier halt dieses Encoding festschreiben. Aber es abstrahiert sozusagen die Implementierung, wie wir denn unseren Input, den wir kopieren wollen, wie wir den aus der entsprechenden Datei auslesen. So, eine ganz, ganz wichtige Kleinigkeit. Der Code, der sieht nämlich jetzt so schön aus. Also schön in Anführungszeichen, der sieht noch relativ überschaubar aus. Der hat aber einen ganz eklatanten Fehler. Wenn nämlich ein Fehler aufgetreten ist, wird der Callback zweimal aufgerufen, nämlich einmal mit dem Fehler und anschließend hier nochmal. Weil jetzt muss man sich vor Augen führen, dass der Callback ja einfach nur eine Funktion ist, die übergeben wurde.
Das gibt keinen Grund, warum der Aufruf eines Callbacks die Verarbeitung dieser Funktion hier abbrechen sollte. Das heißt, hinter dieser Stelle hier muss unbedingt ein Return kommen. Oder wir müssen hier mit einem Else arbeiten. Oder wir können das Return auch hier vor das Callback davor ziehen. Das funktioniert auch. Egal wie wir es machen, wir brauchen entweder zwingend ein Return oder wir brauchen ein Else, weil ansonsten wird unser Callback eben zweimal aufgerufen. So, und das Gleiche können wir jetzt machen mit einer Write-Output-Funktion. Das heißt, auch da sagen wir haben einen Dateinamen, wo wir hinschreiben wollen. Wir haben Daten und auch hier, wir möchten informiert werden, wann wir fertig sind mit dem Schreiben. Und auch dafür können wir eine Funktion von Node nutzen unter der Haube, nämlich die WriteFile-Funktion, auch im FS-Modul anzufinden. Und die erwartet den Filename, die Daten, das Encoding, das ist auch wieder UTF-8 logischerweise, und bekommt jetzt auch einen Callback als letzten Parameter übergeben. Und dieser Callback, der an der Stelle, der hat keine Nutzdaten, der gibt einfach nur an, ob der Schreibvorgang erfolgreich war oder nicht. Und dementsprechend gibt es halt einen Fehler oder nicht. Wenn es keinen, oder beziehungsweise wenn es einen Fehler gab, dann rufen wir unseren Callback auf, übergeben den Fehler und steigen aus. Ansonsten sagen wir Callback null, eben halt ohne Fehler. So, jetzt haben wir unsere beiden Grundbausteine sozusagen und jetzt können wir uns eine übergeordnete Funktion schreiben, die nennen wir Copy. Und das ist also eine Funktion und die bekommt eine Source, die bekommt ein Target. Und wir wollen natürlich auch da wieder informiert werden, wann wir mit dem Kopieren fertig sind und ob es einen Fehler gab. Insofern braucht auch diese Funktion wieder einen Callback. Und jetzt können wir hier hingehen und können sagen, als erstes müssen wir die Daten lesen. Das heißt, wir rufen jetzt die Read-Input-Funktion auf, übergeben Source als Dateiname und bekommen dann R-Data als Callback, geben wir an. So, jetzt müssen wir gucken, ist irgendwas schiefgegangen? Wenn was schiefgegangen ist, dann rufen wir unseren eigenen Callback von Copy auf und reichen den Fehler hinaus. Ansonsten, wenn es nicht schiefgegangen ist, dann rufen wir jetzt WriteOutput auf, übergeben den Target-Dateinamen, übergeben die Daten und haben wieder einen Callback, der jetzt in diesem Fall aber nur einen Error als Parameter hat. Wenn es einen Fehler gab, dann sagen wir Return Callback R und ansonsten rufen wir Callback mit Null auf. So, und damit haben wir jetzt unsere Funktion, unsere Copy-Funktion geschrieben. Ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Und das ist was, was man gerade am Anfang, wenn man sich sozusagen neu mit asynchroner Programmierung beschäftigt, was man unglaublich gerne falsch macht, ist, dass man das hier nicht verschachtelt, dass man die Write-Output nicht in die Read-Input verschachtelt, sondern dass man das Ganze folgendermaßen schreibt, dass man das Ganze so strukturiert, dass man sagt, naja, ich lese meinen Input aus der Source-Datei, kriege hier also entsprechend das Ganze zurück, sagt dann hier Write-Output und so weiter halt. Und dann funktioniert das Ganze aber nicht. Und der Grund dafür, warum das nicht funktioniert, ist relativ simpel. Zum einen der Data-Parameter hier, dieses Callbacks, der existiert ja nur innerhalb dieser Callback-Funktion. Das heißt, darauf können wir hier in Write-Output gar nicht zugreifen, weil den gibt es hier gar nicht. Der ist gar nicht im Scope. Und der zweite Punkt ist, das Read-Input unter der Haube ist ja asynchron. Das heißt, Read-Input ist nicht erst dann fertig, wenn gelesen wurde, sondern Read-Input startet nur den Lesevorgang, kehrt sofort zurück. Und während jetzt im Hintergrund gelesen wird, würden wir jetzt schon Write-Output aufrufen. Das heißt, obwohl sich das schön linear von oben nach unten so schön sequenziell liest, läuft das Ganze nicht sequenziell, sondern Read-Input und Write-Output werden jetzt gleichzeitig oder parallel, also nicht wirklich parallel, aber nebenläufig zueinander ausgeführt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Write-Output eben innerhalb dieses Callbacks nur aufrufen, weil dieser Callback wird ja aufgerufen, wenn Read-Input zu Ende ist und erst dann können wir logischerweise Write-Output aufrufen. So, und das Ganze können wir jetzt einmal testen. Das heißt, wir rufen jetzt Copy auf, wir sagen, wir möchten gerne die Input-TXT kopieren. Das Ergebnis wollen wir in die Output-TXT schreiben. Und wir hätten gerne einen Callback, der uns mitteilt, ob das Ganze fehlerfrei war oder nicht. Das heißt, wenn es einen Fehler gab, sagen wir failed to copy. Und auch hier müssen wir dran denken, mit return auszusteigen. Und ansonsten sagen wir copied successfully. So, das ist also unser Programm. Und wenn wir jetzt hingehen, auf die Konsole wechseln und jetzt einmal sagen Node Index
und ich jetzt Enter drücke, dann sollte danach hier links im Dateibaum eine Output.txt auftauchen. Zack, und da ist sie. Und wir kriegen gesagt, copied successfully. Und in der Output.txt steht auch tatsächlich Hallo Welt drin. Also von daher, das Ganze hat funktioniert und wir haben unser einfaches Kopierprogramm geschrieben. So, und das zeigt eigentlich sehr, sehr schön, auch wenn das Programm, wie gesagt, ein bisschen, naja, nicht das spannendste Programm der Welt vielleicht ist, aber wir sehen daran schon mal, wie es sich anfühlt, mit Callbacks zu arbeiten. Und eigentlich kann man direkt schon sagen, es fühlt sich nicht gut an. Es ist für das bisschen, was da jetzt eigentlich passiert, es ist relativ unübersichtlich, es ist relativ viel Code, was wir da schreiben müssen. Die Verschachtelung, die ist jetzt schon lästig, also da muss man hier auch aufpassen, dass man es richtig verschachtelt. Es wird dadurch nicht lesbarer. Diese Fehlerbehandlung, ständig wieder if-error, dann return-callback-error, das wieder und wieder und wieder schreiben zu müssen, das ist auch lästig, das ist fehleranfällig. Wenn man vergisst, zu prüfen, diese Error-Variable, dann wird der Fehler einfach silent ignoriert und das Programm läuft einfach weiter. Ist nicht wie bei einer Exception, bei einem Try-Catch, wo die Exception, wenn sie nicht gecatcht wird, halt nach, ganz nach oben bubbelt und dann im Zweifelsfall das Programm zum Crashen bringt, sondern wenn eben hier ein Error ignoriert wird, dann wird der halt einfach silent, wie gesagt, ignoriert. Und von daher, das Ganze ist sehr viel Boilerplate-Code, was ich weil das eigentlich Relevante ist, wir haben hier ein Read-Input und hier haben wir ein Write-Output. Und die zwei Zeilen, und dass hier Data steht und dass hier Data steht, und das gehört ja zusammen, dass diese beiden Zeilen eigentlich den Kern der Funktion ausmachen, das geht total unter mit diesem ganzen Boilerplate-Code, mit dem Callback und der Bedingung, mit dem Error-Handling und dem Aufruf des Callbacks und so weiter und so fort. Also von daher, Callback-basierter Code, das ist auf der einen Seite ist das toll, dass JavaScript das sozusagen von Haus aus so schön unterstützt, dass man sowas schreiben kann. Auf der anderen Seite ist das halt wirklich kein schöner Code, den man auf die Art und Weise schreibt. Und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Callback-basierter Code ist sehr schnell, weil er mit wenig Abstraktion auskommt. Aber man muss schon sehr genau darauf achten, was man da so tut. Es ist relativ einfach, Fehler zu machen. Jetzt habe ich gerade noch erwähnt, Fehlerbehandlung, das ist bei, hier an der Stelle mit Error anders als bei einem Try-Catch. Jetzt könntest du ja vielleicht einwenden, ja, warum nimmt man denn dann da nicht einfach Try-Catch? Und die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach. Ich mache einfach mal gerade spaßeshalber hier ein Try, oder nee, ich mache es an der Funktion weiter oben, wo es ein bisschen überschaubarer, ein bisschen kompakter ist. Gehen wir einfach mal hier bei der Read-Input hin. Machen wir einfach um das FS-Read-File mal ein Try-Catch. Und jetzt kann man ja die Frage stellen, warum baut man die Fehlerbehandlung bei asynchronem Code nicht einfach so? Und die Antwort ist ziemlich einfach eigentlich, nämlich man muss sich vor Augen führen, wie der zeitliche Ablauf dessen ist, was hier passiert. Also die Read-Input-Funktion, irgendwo wird die aufgerufen. Das Erste, was passiert ist, dieser Try-Block wird betreten. So, jetzt dieser Try-Block, innerhalb dieses Try-Blocks wird FS-Read-File aufgerufen. FS-Read-File ist ja aber asynchron. Das heißt, FS-Read-File triggert im Hintergrund nur das Laden der Datei und kehrt aber sofort zurück, weil das läuft jetzt im Hintergrund irgendwo eben asynchron. Das heißt, die FS-Read-File-Funktion, die kehrt sehr, sehr schnell zurück und ist zu Ende. Das ist wie bei einem Set-Timeout. Diese Funktion, die wir hier als Parameter oder als Argument besser gesagt mitgeben, die wird nämlich erst dann aufgerufen und ausgeführt, wenn das Laden abgeschlossen ist. Das kann aber deutlich später sein, je nachdem wie groß die Datei ist, als das Read-File sozusagen gestartet wurde. Das heißt, wenn das Read-File hier endet, ist dieser Callback noch gar nicht gelaufen. Jetzt sind wir aber am Ende des Try-Blocks angelangt. Insofern wird jetzt überprüft, gab es denn eine Exception bis hierhin? Nö, weil bis jetzt ist ja noch gar nichts im Hintergrund großartig passiert. Okay, insofern greift das Catch nicht, das Try-Catch wird sozusagen beendet und damit ist unsere Funktion jetzt zu Ende. So, und jetzt irgendwann im Hintergrund wird jetzt die Datei gelesen und gelesen und gelesen. Irgendwann kommt jetzt sozusagen der Callback und Node bzw. JavaScript wartet jetzt auf eine Gelegenheit, dass der Thread frei wird, um eben diesen Callback zur Ausführung bringen zu können. Und wenn der dann zur Ausführung kommt, ist das Try-Catch schon lange weg. Insofern funktioniert ein Try-Catch leider nicht für asynchronen Code. Und deswegen muss man sich da eben mit diesem Error-Konstrukt als Parameter behelfen. So, also von daher, wie gesagt, das Ganze ist nicht unbedingt schön, das Ganze ist nicht unbedingt übersichtlich. Und jetzt hat man sich viele, viele Gedanken gemacht, wie man das Ganze denn verbessern könnte. Und mit ECMAScript 2015, also immerhin schon vor 7 Jahren, kam ein neues Sprachkonstrukt in JavaScript hinein,
was dieses ganze Dilemma der Callbacks, man spricht übrigens in dem Zusammenhang auch von der sogenannten Callback-Hell, weil es doch teilweise wirklich die Hölle sein kann, mit Callbacks arbeiten zu müssen und mit dieser vielen, vielen Verschachtelung und so weiter. Und Promises sollten das Ganze wesentlich einfacher und besser und überschaubarer und überhaupt machen. Und um dir das jetzt am besten einfach mal zu zeigen, wie das Ganze aussieht, gehen wir hin und bauen das Programm einmal auf Promises um. Das heißt, ich benenne diesen Ordner um, ich nenne das Ganze Copy Callback und ich dupliziere diesen Ordner jetzt einmal in 0404 Copy Promises. Ja, Promises sollte das hier vielleicht auch Callbacks heißen, der Einheitlichkeit halber. So, und Promises sind eben dieses neue tolle Konstrukt. Und die Idee ist, dass Promises, also irgendwie, damit das Ganze mit dem Nesting und so, damit das schöner wird, wir müssen irgendwie die Callbacks eliminieren, weil die sind letzten Endes hier unten der Grund, wo diese Verschachtelung von Ebenen, von Funktionen, wo das herkommt. Also insofern, wir wollen diese, fangen wir wieder bei den Grundbausteinen an, wir wollen diese Read-Input-Funktion irgendwie anders schreiben, so dass sie keinen Callback mehr hat. Wenn man da jetzt ganz stumpf einfach mal mit der Signatur anfängt, dann heißt das, wir haben einen Filename als Parameter, aber es darf keinen Callback als Parameter mehr geben, denn das ist ja gerade genau das, was wir loswerden wollen. Und damit das irgendwie funktioniert, weil wir jetzt keinen Callback mehr haben, um das Ergebnis zurückzuliefern, deswegen geben wir jetzt ein sogenanntes Promise zurück. Ein Promise ist nicht das eigentliche Ergebnis, ein Promise ist mehr das Versprechen, dass wir über kurz oder lang das eigentliche Ergebnis mal noch sozusagen herausgeben werden. Das ist wie, wenn du jemanden um einen Gefallen bittest und die jeweilige Person sagt, ja, ja, werde ich machen. Das ist ja auch noch nicht direkt der Gefallen, den sie dir tun soll, sondern das ist erstmal nur das Versprechen, dass sie sich drum kümmern wird. Und je nachdem, wie sie oder er so drauf ist und in welchem Verhältnis ihr zueinander steht, wird sie oder er eben das Versprechen einhalten, einlösen oder das Versprechen brechen. Genauso ist das eben hier auch im Technischen. Wir geben also erstmal ein Versprechen zurück. Ja, ja, wir werden den Input lesen und vielleicht geht's gut, vielleicht geht's auch nicht. Vielleicht können wir dieses Versprechen einlösen, vielleicht können wir es halten, vielleicht aber halt auch nicht. Und um jetzt ein Promise zurückzugeben, das ist relativ simpel, sagen wir Return New Promise. So, und damit gibt die Read-Input-Funktion sofort direkt ein Promise zurück. Und damit ist sie jetzt erstmal von außen quasi synchron. Wir haben den Callback erfolgreich eliminiert. Das Problem ist, dass die Funktion jetzt allerdings auch nichts mehr tut. Ja, also außer ein Promise halt zurückzugeben. Die ganze Implementierung ist ja nun weg. Und das müssen wir noch irgendwo unterbringen. Und das Problem ist, dass wir das nicht hinter dem Return New Promise machen können, weil mit dem Return sind wir ja tatsächlich aus der Funktion ausgestiegen. Wenn wir es jetzt aber vorher machen, dann haben wir wieder das Problem, dass bis das Promise mal zurückgegeben wird, also man will es ja möglichst schnell machen, dieses Promise rausgeben. Und da kommt jetzt der Promise-Konstruktor ins Spiel und das ist ein ganz interessantes Konstrukt. Man übergibt dem Promise nämlich einen Callback. Und dieser Callback, der wiederum hat zwei Parameter, Resolve und Reject. So, und in das Promise, da, also in diesen Callback von dem Promise, da schreibe ich jetzt rein, was mein Code, was eigentlich passieren soll. Und in diesem Code, je nachdem, ob ich erfolgreich bin oder nicht, rufe ich dann Resolve oder Reject auf. Ich schreibe das gerade erstmal bewusst so als Pseudocode hin. Das heißt, der Ablauf ist, wenn jemand nachher die Read-Input aufruft, bekommt die oder derjenige sofort ein Promise zurück und das Promise startet im Hintergrund die Ausführung dieses Callbacks oder dieser Funktion hier, wo jetzt der eigentliche Code läuft und das Promise, was jetzt jemand anderes, was der Aufrufer schon in der Hand hat, das wird dann mit Hilfe von Resolve bzw. von Reject über kurz oder lang entsprechend eingelöst oder eben gebrochen. So, und das gucken wir uns jetzt mal an, wie das jetzt mit der Implementierung konkret aussieht. Also, wir haben unser Return New Promise mit Resolve Reject und was wir ja machen wollen, ist, wir wollen eine Datei lesen. Das heißt, wir sagen wieder fsreadfile mit Filename, mit Encoding UTF-8 und die Readfile-Funktion, daran ändert sich ja nichts, dass die mit einem Callback arbeitet. Insofern müssen wir hier weiterhin einen Callback angeben mit R und Data. So. Und jetzt müssen wir gucken. Es ist jetzt genau das gleiche wie hier unten. Das hier ist ja der Block, der uns noch fehlt. Jetzt müssen wir genauso wie vorher gucken. Wenn es einen Fehler gab, ja, was machen wir denn dann? Vorher haben wir den Callback aufgerufen mit dem Fehler.
Jetzt haben wir ja keinen Callback mehr, aber wir wissen, wenn ein Fehler aufgetreten ist, na, dann können wir unser Versprechen wohl nicht mehr einlösen. Dann müssen wir unser Versprechen brechen. Also insofern rufen wir Reject auf. Und wenn man ein Versprechen bricht, dann sollte man wenigstens eine gute Begründung haben, warum man das tut. Und die Begründung an der Stelle ist, guck mal, es ist ein Fehler aufgetreten, ich kann nichts dafür. Ja? Also ja, ich kann mein Versprechen nicht halten, aber ich kann ja auch nichts dafür, dass es angefangen hat zu regnen, so ungefähr, so sinngemäß. Und auch hier, Reject ist einfach eine Funktion, das heißt, auch hier müssen wir dran denken, ein Return vorher aufzurufen. Naja, und im Positivfall, da haben wir ja bisher den Callback mit Null und Data aufgerufen, da rufen wir jetzt Resolve auf. Null müssen wir nicht übergeben, weil ja, wir haben vorher ja den Callback für den Fehlerfall gehabt und wir hatten Callback für den Erfolgsfall. Jetzt haben wir ja zwei unterschiedliche Funktionen für Erfolg, nämlich Resolve, und Misserfolg, nämlich Reject. Das heißt, bei Resolve ist schon klar, das ist der Positivfall. Insofern müssen wir jetzt nicht mehr explizit mitteilen. Und übrigens, es gab keinen Fehler, weil das ist logisch, sonst würden wir ja nicht Resolve aufrufen. Insofern genügt es jetzt hier, Data zu übergeben. So, und damit haben wir unsere Funktion umgeschrieben. Das gleiche können wir jetzt mit WriteOutput machen. Ja, also das heißt, wir haben eine WriteOutput-Funktion, die bekommt jetzt einen FileName und Data übergeben. Und auch hier entfällt der Callback wiederum. Auch da geben wir ein Promise zurück. Dieses Promise bekommt wieder einen Callback mit ResolveReject. Und da drin, und das kopiere ich mir jetzt hoch, da drin machen wir diesen Aufruf. Und wir werfen das hier raus und an der Stelle, wir haben keinen Callback mehr. Das heißt, hier rufen wir jetzt einfach Reject auf und hier sagen wir Resolve. Hier haben wir jetzt kein Ergebnis, was wir mitgeben können. Insofern sagen wir einfach Resolve, Klammer auf, Klammer zu. Also ein Promise muss nicht zwingend im Positivfall einen Wert transportieren. Es ist auch völlig okay, einfach nur zu sagen, so, hey, ich habe mich darum gekümmert, Versprechen eingelöst. Es gibt halt kein Ergebnis. Die Tatsache, dass das Versprechen eingelöst wurde, ist sozusagen schon Ergebnis genug. Das heißt, jetzt müssen wir als nächstes unsere Copy-Funktion umschreiben und auch die wollen wir natürlich jetzt Promise-basiert haben. Das heißt, auch hier soll der Callback entfallen. So, und jetzt ist die spannende Frage, jetzt, bevor wir jetzt hier auch anfangen mit Return New Promise und so, jetzt müssen wir mal überlegen, wie genau läuft denn das jetzt eigentlich ab. Ja, und dazu rufen wir jetzt erstmal Read Input auf und überlegen mal, was genau machen wir denn da jetzt. Und wir übergeben den Dateinamen als Source, das ist also einfach erstmal FileName. So, wir haben keinen Callback. Jetzt wissen wir, dass was wir zurückbekommen, ist ein Promise. Also wir nennen das Ganze einfach mal Read Input Promise. Ist vielleicht nicht der weltbeste Name, das werden wir nachher noch ein bisschen refactoren, aber ich mache es auch hier erstmal wieder sehr anschaulich, Schritt für Schritt, bevor wir das Ganze dann vielleicht ein bisschen vereinfachen können. So, jetzt habe ich also dieses Promise in der Hand und wie gesagt, das ist nicht das eigentliche Ergebnis, das ist nur das Versprechen, dass wir über kurz oder lang das eigentliche Ergebnis bekommen werden. Jetzt ist die Frage, okay, wie warte ich denn jetzt auf das eigentliche Ergebnis? Und dazu nehme ich jetzt dieses Read-Input-Promise und an diesem Promise, das ist ein Objekt, da gibt es eine Funktion, die heißt then. Das hat sowas von, wenn dieses Promise irgendwann eingelöst wird, dann tu bitte irgendwas. Und wie gebe ich an, was dann passieren soll? Naja, mit einem Callback. Haha. Das heißt, wir wollten ja Callbacks eigentlich loswerden, da sind sie wieder. Das heißt, hier haben wir jetzt einen Callback für den Positivfall. Und analog dazu können wir auch noch einen zweiten Callback anhängen, nämlich Catch. Und der wird im Negativfall aufgerufen. Das heißt, wir haben das Ganze jetzt hier stehen. Also, das heißt, wenn wir das Ganze hier erfolgreich haben, dann wird der Fall aufgerufen, ansonsten wird dieser Fall hier aufgerufen. Jetzt wollen wir ja die ganze Funktion auch mit einem Promise, also es muss ja, wie gesagt, wenn eine Funktion asynchron ist, müssen alle übergeordneten Funktionen auch asynchron sein. Das heißt, wir müssen aus der Copy-Funktion auch sagen, return new promise, resolve reject. So. Und wir verschieben den ganzen Krempel mal da hinein. Jetzt wissen wir schon, wenn ein Fehler aufgetreten ist, naja, dann können wir eigentlich aufhören. Das heißt, dann rufen wir Reject auf und reichen den Fehler durch. Im Positivfall, jetzt wissen wir, oh, jetzt ist es positiv ausgegangen sozusagen. Das heißt, das Read-Input-Zeugs haben wir jetzt gemacht. Jetzt können wir also Write-Output aufrufen. Write-Output. Und dann haben wir hier den
Das muss hier doch Source heißen. Jetzt haben wir hier Write Output Target. Wir können auf Data zugreifen und wir wissen hier auch wieder keinen Callback. Wir haben auch wieder keinen Callback, das heißt, wir bekommen hier ein Write Output Promise als Ergebnis zurück. So, und jetzt eigentlich das gleiche Spielchen in Grün. Wir gehen hin und sagen Write Output Promise, then, also wenn das Ganze erfolgreich durchgelaufen ist, dann haben wir einen Callback, in diesem Fall ohne Parameter, weil Write Output ja kein Ergebnis zurückliefert. Das heißt, wenn das Ganze jetzt auch noch erfolgreich geschrieben wurde, dann sind wir ja insgesamt fertig. Das heißt, jetzt können wir Resolve aufrufen. Falls aber was schiefgegangen ist, dann rufen wir an der Stelle jetzt Reject auf. So, und damit haben wir unsere Copy-Funktion umgeschrieben. Und jetzt können wir hier unten den Copy-Aufruf auch noch verändern. Das heißt, wir haben jetzt Copy, also das schreibe ich auch nochmal oben drüber. Wir haben Copy Input TXT nach Output TXT, bekommen jetzt hier ein Copy Promise zurück und sagen jetzt Copy Promise Then. Also wenn das Ganze erfolgreich durchgelaufen ist, dann sagen wir Copied Successfully. Und wenn das Ganze schief gegangen ist, dann catchen wir den Fehler und sagen eben hier entsprechend Failed to Copy. So, und damit haben wir unser Programm auf Promises umgeschrieben. Jetzt gucken wir als allererstes mal, ob es überhaupt funktioniert, bevor wir über Optimierung des Codes reden. Dafür wechseln wir in das 04 Copy Promises Verzeichnis und sagen Node Index. Und wenn ich jetzt Enter drücke, dann sollte wieder hier im Dateibaum eine Output.txt auftauchen, wenn alles geklappt hat. Wir kriegen direkt die Meldung Copied Successfully, Output.txt ist da. Und da steht Hallo Welt drin. Also insofern, das Kopieren hat funktioniert. Wenn man jetzt mal, bevor wir in die Optimierung gehen, wenn man jetzt mal vergleicht unsere Copy-Funktion vorher, also das hier, mit der Copy-Funktion nachher, also dem hier, dann, also zumindest ich persönlich, kann mich nicht erwehren zu sagen, das ist kein bisschen einfacher geworden. Das ist eher noch umständlicher und hässlicher geworden. Das hier sieht so rein optisch nach weniger Code aus. Das hier ist sehr dense. Also da stehen sehr viele Wörter. Das sind für mein Gefühl mehr Wörter als hier, also ohne es gezählt zu haben. Ich finde auf jeden Fall nicht, dass es einfacher geworden ist. Und das war ja eigentlich der Sinn der Geschichte, dass wir jetzt mit Promises statt mit Callbacks arbeiten. Und ich meine, der Witz an der Sache ist ja, dass wir die Callbacks noch nicht mal losgeworden sind, weil jeder Aufruf von Then und jeder Aufruf von Catch ja wiederum einen Callback erfordert. Und das ist also irgendwie, fühlt sich das nicht so wirklich richtig an. Jetzt ist die Frage, okay, können wir da vielleicht noch ein bisschen was optimieren, um das Ganze zu verbessern? Fangen wir mal oben an. Bei der Read-Input, bei der Write-Output können wir nicht viel tun, weil dieser innere Aufruf, der muss halt so aussehen, weil die FS-Read-File-Funktion halt so aussieht, wie sie aussieht. Da haben wir nicht viel Spielraum und im Prinzip haben wir ja diesen Aufruf nur gerappt in ein Return New Promise mit dem Aufruf halt von Reject bzw. Resolve. Also da können wir nicht viel machen. Das ist bei Write-Output das Gleiche. Das heißt, der Übergang von der Callback-basierten in die Promise-basierte Welt, der sieht halt so aus. Anders sieht es jetzt aus bei der Copy-Funktion, wenn wir jetzt tatsächlich mit Promise-basierten Funktionen arbeiten wollen. Hier können wir einiges vereinfachen. Punkt 1, die Variable ReadInputPromise. Die wird ja nur ein einziges Mal verwendet, nämlich hier in Zeile 33. Das heißt, wir könnten auf die Idee kommen, diese Variable komplett wegzulassen und einfach den Funktionsaufruf zu inlinen. Ja, das sparen wir schon mal zwei Zeilen. Das Gleiche können wir hier mit WriteOutputPromise auch machen. Wir können auch das einfach schon mal direkt inlinen. Das ist schon, naja, sind schon mal ein paar Zeilen weniger, die wir jetzt haben. Was immer noch eine Katastrophe ist, ist dieses Nesting hier an der Stelle. Jetzt ist der nächste Punkt, dass wir hingehen können, wenn wir in einem Then, also wir machen das Ganze jetzt ja so, wir rufen die erste Promise-basierte Funktion auf, bekommen ein Promise zurück und rufen dann das Then auf mit dem Ergebnis. Und was wir jetzt machen können, theoretisch, ist, dass wir hingehen und sagen, wir rufen hier drin die zweite Promise-basierte Funktion auf. So. Und
hängen da nicht wieder ein Then dran, sondern returnen dieses Promise von dieser zweiten Funktion. Das heißt, jetzt können wir den Body von diesem ersten Then schließen und jetzt können wir da dran einfach ein weiteres Then hängen, was sich dann auf dieses Write-Output bezieht. Das heißt, jetzt können wir hier wieder ein Then sagen und können das so machen und können dann sagen, hier ist jetzt das Resolve. Jetzt fehlt uns noch das Catch und das Schöne ist, dass wir dieses Catch nur einmal dran hängen müssen. Das heißt, wir nehmen uns einen so ein Catch, hängen das hier dran und können den ganzen Rest wegwerfen. Das funktioniert jetzt an der Stelle deshalb, weil das Catch ja in beiden Fällen das Gleiche macht. Jetzt sieht das Ganze schon eine ganze Ecke kompakter aus, es ist deutlich weniger Code, es liest sich linearer, das heißt, das hat jetzt so ein bisschen was von, erst lesen wir den Input, dann schreiben wir den Output und dann resolven wir und falls zwischendrin irgendwas schief geht, dann rejecten wir. Es ist schon deutlich besser und wenn man das Ganze jetzt noch ein bisschen umbricht, da kann man jetzt sicherlich drüber streiten, wie man das am besten schreiben will. Das könnte man jetzt zum Beispiel so schreiben. So, ja, und dann liest sich das Ganze jetzt noch ein bisschen kompakter. Dann stellt man fest, Lambda-Ausdruck mit einem Return. Ein Lambda-Ausdruck, wo das einzige Statement im Function-Body ein Return-Statement ist. Da kann man das Return weglassen. Da kann man auch die geschweiften Klammern weglassen. Das heißt, wir können das Ganze verkürzen. Das Semikolon kann an der Stelle noch entfallen. Und an der Stelle ist es eigentlich egal, ob wir was returnen oder nicht. Insofern können wir hier das auch noch wegfallen lassen und können das hier auch noch wegfallen lassen. So, und damit haben wir es schon relativ kompakt. Jetzt sagen wir also, wir returnen und promise. Wir lesen den Input aus Source. Dann, wenn wir die Daten haben, dann schreiben wir den Output in Target mit den entsprechenden Daten. Und dann resolven wir. Und ansonsten, wenn irgendein Fehler auftritt, dann rejecten wir halt. Also das ist schon deutlich, deutlich besser. Tja, und ansonsten, last but not least, können wir natürlich das gleiche Spielchen mit dem Inline hier unten auch machen. Auch da gibt es keinen Bedarf an der Copy-Promise-Variablen. Das heißt, wir können auch das hier so hinschreiben. Und wenn wir auch dann hier ein bisschen umformatieren, dann kriegen wir das Ganze auch ein bisschen lesbarer hin. Und wir stellen fest, hier wird zwar ein Error zurückgegeben, aber den werten wir gar nicht aus. Insofern können wir das auch ein bisschen vereinfachen. Und auch hier können wir jeweils den Funktionsrumpf sozusagen etwas vereinfachen. So, und damit ist das Ganze eine ganze Ecke kompakter geworden. Also zumindest unser eigentliches Hauptprogramm. Und auch da nochmal kurz ausprobieren, ob es wirklich funktioniert. Ich lösche die Datei output.txt nochmal und wir lassen das Ganze nochmal laufen. Und wir sehen, da ist sie wieder und output.txt, es steht Hallo Welt drin. Also von daher hat funktioniert. So, das sind jetzt Promises. Und insofern, man kann sagen, ja, es ist etwas einfacher geworden. So wirklich toll fühlt sich das Ganze aber ehrlich gesagt noch nicht an. So, und jetzt kommt die wichtigste Neuerung ins Spiel. Die es in JavaScript seit ECMAScript 2015 gegeben hat. Die kamen mit ECMAScript 2018, da gab es nämlich zwei neue Schlüsselwörter, nämlich Async und Await. By the way, Stichwort Neuerungen in JavaScript seit ECMAScript 2015. Dazu haben wir auch schon mal ein gesondertes Video gemacht. Falls du dir das angucken möchtest, du findest das auch, also verlinkt hier oben in der Infocard. So, und die Idee, um jetzt diesen Code noch zu vereinfachen. Also hier oben haben wir eben schon gesagt, da können wir nicht viel dran tun, das sieht halt so aus, wie es halt aussieht, weil wir diesen Übergang aus der Callback-basierten in die Promise-basierte Welt brauchen. Aber vielleicht können wir ja an der Verwendung von Promises ein bisschen was drehen. So, und dazu gehen wir hin und ich kopiere diesen Ordner noch einmal. Das heißt, wir kriegen dann 05 copy async await. So, machen den jetzt wieder auf, die Index.js, und gehen hier runter. So, und die Idee ist jetzt, warum liest sich das Ganze immer noch so ein bisschen umständlich, wegen diesem vielen Then, diesem vielen Catch, dieser vielen Verschachtelung mit den Callbacks und so weiter. Es wäre doch cool, wenn wir das einfacher hinbekommen würden. Vergessen wir mal für einen Augenblick, dass Read-Input eine asynchrone Funktion ist. Tun wir mal für einen Augenblick so, als wäre es eine synchrone Funktion. Das wäre eigentlich sehr schön. Dann könnten wir nämlich einfach schreiben Read-Input Source und würden ein Ergebnis zurückbekommen, nämlich Data. Wenn Write-Output auch noch eine synchrone Funktion wäre, dann könnten wir einfach sagen Write-Output Target Data. Das wäre es.
Das sind unsere zwei Zeilen, die wir eigentlich brauchen. Und um das Ganze, wenn es synchroner Code wäre, machen wir ein großes Try-Catch. Ja, und falls das Ganze, eigentlich brauchen wir noch nicht mal ein Try-Catch, weil mehr als die Exception weiterwerfen, würden wir ja ohnehin nicht machen, aber ich mache es mal explizit. Wir würden an der Stelle jetzt ein Throw-X machen. So, und das wäre so, wenn es synchroner Code wäre. Und wenn das synchron wäre, dann könnten wir auch die Copy-Funktion anders aufrufen. Dann würden wir nämlich einfach sagen, Copy Input nach Output. Und anschließend würden wir sagen, Copy Successfully. Und auch hier würden wir ein Try-Catch drumherum machen und würden dann hier sagen, Failed to Copy. So, das würde sich noch viel eleganter lösen. Es sieht viel, viel besser aus. Das Problem ist halt nur, so funktioniert es halt nicht, weil Read-Input und Write-Output nicht synchron, sondern asynchron sind und damit auch Copy asynchron sein muss. Und da kommt jetzt eben die Idee von ECMAScript 2018 ins Spiel mit den beiden neuen Schlüsselwörtern Async und Await. Die Idee ist nämlich, dass statt eine Promise-basierte Funktion mit Funktionsname, .then, .catch, also so wie wir es eben hatten, aufzurufen, warum führt man nicht ein Schlüsselwort ein, was im Prinzip genau dasselbe unter der Haube macht, was das Ganze nur syntaktisch ein bisschen netter verpackt. Die Idee ist, dass weil ReadInput ja eine asynchrone Funktion ist, die ein Promise zurückgibt, dass wir sozusagen ja an der Stelle drauf warten wollen, dass dieses Promise aufgelöst wird. Das ist kein Warten im synchronen Sinne, weil sonst könnte man die Funktion ja direkt synchron machen. Das ist schon ein Warten im asynchronen Sinne, wie mit dem Then, dass in der Zwischenzeit jetzt eben was anderes passieren könnte. Und das funktioniert, indem wir hier eben sagen, Await ReadInput. Das ist alles, was wir jetzt mit ECMAScript seit ECMAScript 2018 hier machen müssen. Bei WriteOutput ist es genauso. Bei WriteOutput müssen wir ja auch, weil das eine asynchrone Funktion ist, die ein Promise zurückgibt, müssen wir auch ein Await davor schreiben. Und das war's. Wir sind fertig. Das ist genau der gleiche Code, diese zwei Zeilen hier. Das ist genau das gleiche wie dieser Code hier, beziehungsweise sogar dieser Code hier. Das heißt, dieses ganze Return New Promise mit dem Resolve, Reject, mit dem Then, mit dem Catch, das können wir uns alles sparen in dem Moment, wo wir mit Await arbeiten. Await ist einfach nur syntaktischer Zucker oder, wenn du so willst, Compiler-Magie. Das macht unter der Haube nichts anderes, als diese Funktion hier, diese Copy-Funktion, in dieses Ding hier umzubauen. Das erspart dir einfach nur Tipparbeit. Vom Konstrukt her ist es unter der Haube genau dasselbe. Jetzt ist der einzige Haken an der Sache, also erstmal ist das eine super Sache, weil asynchroner Code liest sich auf einmal linear, es liest sich sequenziell, es sieht genauso aus wie synchroner Code, es kommen nur diese beiden Await-Schlüsselwörter dazu. Insofern ist das eigentlich erstmal eine sehr, sehr coole Sache, aber, das ist jetzt die Einschränkung, das Await-Schlüsselwort kannst du nicht einfach so in einer x-beliebigen Funktion verwenden, sondern dazu muss die Funktion als async gekennzeichnet werden. Das ist der springende Punkt. Und dieses Async, das sagt dem Compiler sozusagen, dass diese Funktion wiederum ein Promise zurückgeben soll. Das heißt, jetzt ist Copy auch wieder eine Funktion, die ein Promise zurückliefert. Das heißt, hier unten müssen wir Copy mit Await aufrufen, weil sie ist ja asynchron. Ja, und das heißt, das Ganze funktioniert ja wiederum nur in einer asynchronen Funktion, das, was jetzt hier nicht funktioniert. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin und sagen, wir haben eine asynchrone Funktion. Wir können zum Beispiel einen asynchronen Lambda-Ausdruck machen und schieben das alles da rein. Und tja, den muss jetzt natürlich auch noch irgendjemand aufrufen. Und da können wir uns dieses in JavaScript allseits beliebte Konstrukt der Immediately Invoked Function Expression, beziehungsweise in dem Fall der Asynchronous Immediately Invoked Function Expression zunutze machen und können das Ganze so hinschreiben. Ist auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber da kommen wir gleich noch drauf, wie man das noch ein bisschen verbessern kann. Und damit löst du dieses Henne-Ei-Problem. Das heißt, auf aller oberster Ebene, quasi in der Main, brauchst du einmal hier dieses Konstrukt mit der Immediately Invoked Function Expression. Ab dann, weil das Async ist, kannst du jetzt mit Await arbeiten. Jede Funktion, die ein Promise zurückgibt, kannst du mit Await aufrufen. All deine Funktionen, die asynchron sind, kannst du ohne über Callbacks oder über Promises nachdenken zu müssen, jetzt einfach schreiben, indem du so als Async markierst
und da drin dann mit await wiederum Funktionen aufrufen kannst, die Promises zurückgeben, was wiederum heißt, du musst halt einmal hingehen und musst halt diese Promise-basierten Funktionen als Grundbausteine sozusagen haben. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal aus. Also hoffentlich funktioniert es auch. Ne? Das heißt, wir gehen in den Ordner 05 und sagen einmal Node Index.js und wir sagen copied successfully und wir haben eine Output.txt und da steht Hallo Welt drin. Scheint also funktioniert zu haben. Wunderbar. Jetzt habe ich eben gesagt, naja, das hier unten ist auch noch nicht so richtig cool. Es wäre ja schon schön, wenn wir diesen komischen Wrapper hier nicht bräuchten, sondern wenn wir das einfach so schreiben könnten. Das heißt, wenn man auf der obersten Ebene einfach mit await arbeiten könnte. Und das geht tatsächlich seit ECMAScript oder ab ECMAScript, muss man ja sagen, noch ist es nicht erschienen, ab ECMAScript 2022. Das müsste in Kürze erscheinen. Es ist angekündigt für Juni 2022, also quasi für jetzt. Und ab ECMAScript 2022 gibt es eben ein neues Feature namens Top-Level-Await, was heißt, ich kann auf oberster Ebene mit Await arbeiten. Funktioniert in Node.js allerdings nur mit ESM-Modulen. Das heißt, wir müssen, entweder könnte man jetzt in der Package.json, wenn wir eine hätten, den Modul-Type auf oder den Package-Type auf Module ändern, oder wir gehen hier einfach hin und benennen die Datei um von Index.js in Index.mjs. Das ist also das modernere Format für Node.js. Und wenn wir das jetzt machen, wenn wir jetzt mit ESM arbeiten, weil nur da, wie gesagt, das Ganze funktioniert, dann müssen wir das hier oben jetzt umschreiben zu Import FS from FS. Dann können wir nämlich jetzt auch diese Import-Syntax verwenden. Dann brauchen wir auch kein useStrict mehr, weil MJS-Dateien, also ECMAScript-Module, automatisch im Strict-Mode laufen. Insofern können wir das tatsächlich noch ein bisschen vereinfachen und wir können es nochmal aufrufen mit Index.mjs und du siehst, das Ganze funktioniert genauso. Wir kriegen die Ausgabe copied successfully, da steht Hallo Welt drin, also insofern alles wunderbar. Das ist jetzt sozusagen so die finale Variante, wie man das Ganze so richtig schön machen kann. Jetzt ist das Einzige, also das hier unten sieht jetzt schon sehr, sehr gut aus. Und übrigens, bemerkenswert, auch Try-Catch funktioniert an der Stelle korrekt, so wie man es erwarten würde. Auch das wird von Async bzw. Await richtig unter der Haube umgebaut. Das heißt, obwohl das immer noch asynchron ist unter der Haube, sieht das Ganze jetzt ziemlich aus wie synchroner Code. Und damit haben wir jetzt eigentlich eine sehr schöne API für unsere selbstgeschriebenen Sachen. Das Ganze ist sehr elegant, das Ganze funktioniert alles ziemlich gut. Das einzig Hässliche, was jetzt noch übrig ist, ist eigentlich im Grunde genommen hier oben diese beiden Funktionen Read-Input und Write-Output, weil das ist irgendwie noch so ein bisschen länglich und da fragt man sich jetzt, geht das nicht kompakter? Und diesen Umstieg von Callback-basierten Funktionen auf Promise-basierte Funktionen, den braucht man halt nun mal irgendwo. Ja, also es gibt halt nun mal eine Menge Bibliotheken, die sind halt Callback-basiert. Und die muss man ja nun irgendwie in die Promise-Welt sozusagen hinüberkriegen, denn das Ganze mit Async und Await funktioniert halt nur mit Promises, nicht mit Callbacks. Und dafür gibt es drei Optionen. Die erste Option kennst du schon, das ist nämlich genau der Ansatz, den ich hier gewählt habe. Man kann das Ganze von Hand machen. Das ist sehr explizit, um es mal positiv zu formulieren. Es ist eigentlich nicht kompliziert, es ist nur lästig. Also es ist halt immer Schema F, aber es ist die einfachste Vorgehensweise. Der zweite Ansatz ist, es gibt im util-Modul von Node.js eine Funktion, die heißt util.promisify. Und das ist eine sehr spannende Funktion. Da kann man nämlich hingehen und kann sagen, naja, wir stecken als Parameter eine Funktion rein, die callback-basiert ist. Also zum Beispiel sowas wie fsreadfile und kriegen als Ergebnis eine Variante von fsreadfile zurück, die promise-basiert ist. Das heißt, wir könnten das Ganze unter readfile speichern. Das heißt, damit wird alles das, was wir quasi hier gemacht haben, also dann sollten wir es vielleicht auch readinput nennen, readinput, alles, was wir hier gemacht haben, das macht promisify jetzt unter der Haube für uns. Also mit Ausnahme des Setzen des Encodings, das ignoriere ich jetzt für den Augenblick mal. Das skippe ich mal, also insofern, das kann weg. Und wir können das Gleiche natürlich auch mit write-output machen und können sagen, wir haben util-promisify von fs-write-file. So, und wenn wir das jetzt machen, dann haben wir das Ganze nochmal
deutlich verkürzt. Wir müssen diese Adaption von Callbacks auf Promises nicht von Hand machen. Ich lösche die Output.txt nochmal. Wir testen nochmal, ob es noch funktioniert. Wir rufen es auf und wir kriegen Copied Successfully. Und hier ist die Output.txt. Hat funktioniert. Also von daher, wir können uns das Leben sehr viel einfacher machen. Und UtilPromisify funktioniert immer dann, wenn wir eine Funktion haben, die als Callback basiert ist, die sich an diese Regel hält von Callbacks, dass der Callback der letzte Parameter ist und dass der erste Parameter des Callbacks wiederum die Error-Variable ist. Es gibt Support in UtilPromisify für ein paar Ausnahmen, also SetTimeout zum Beispiel, das hält sich ja gerade nicht daran. Da ist ja der Callback nicht der letzte, sondern der erste Parameter. Aber dafür gibt es sozusagen eine Sonderbehandlung in UtilPromisify. Das funktioniert also auch. Und die dritte Option, was man machen kann, um von der Callback in die Promise-Welt zu kommen, ist einfach von Zeit zu Zeit mal bei der persönlichen Lieblingsbibliothek nachzuschauen, ob es von dieser Bibliothek nicht inzwischen vielleicht sogar eine Promise-basierte Version gibt. Und das ist bei dem FS-Modul zum Beispiel durchaus der Fall. Wir können nämlich statt auf FS einfach auf FS-Promises zugreifen. Dann ist Read-File und Write-File von vornherein eine Promise-basierte Funktion. Und dann können wir hier einfach sagen fs.readfile und können hier sagen fs.writefile, können dann an der Stelle auch unser Encoding gerade wieder mit einbauen. UTF-8, das war ja eben en passant sozusagen verloren gegangen. Und haben damit jetzt, dann brauchen wir das util-Modul nicht mehr, wir brauchen die Promisify-Funktion nicht mehr und das ist jetzt sozusagen unser Endergebnis. Und das funktioniert halt, wie gesagt, wenn man direkt mit einer Bibliothek arbeiten kann, die schon mit Promise-basierten Funktionen arbeitet. Und wenn du das jetzt nochmal vergleichst, diese insgesamt jetzt nur noch 17 Zeilen mit unserer ersten Version, die auf Callbacks basierte, mit immerhin 47 Zeilen, dann ist das doch schon ein ziemlicher Unterschied. Es ist sehr viel kompakter geworden, es ist sehr viel überschaubarer geworden, bis ich in diesem Wust überhaupt mal gefunden habe, worum es überhaupt geht, was die einzelnen Funktionen machen, wie das hier mit der Verschachtelung ist, wann was läuft, ob ich keinen Fehlerbehandlungsfall vergessen habe und so weiter und so fort. Wie schön und klar im Vergleich ist das hier an der Stelle. Und das ist einfach aus meiner Sicht ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und jetzt kann man das Ganze sogar noch ein bisschen vereinfachen, denn das Try-Catch in der Copy-Funktion ist tatsächlich überflüssig, weil wir ja mit der Exception nichts machen, als sie einfach weiter zu werfen. Und das ist ja das, was eine Exception von Haus aus ohnehin macht, wenn sie nicht gefangen wird. Das heißt, dieses Try-Catch, das macht genau dasselbe, wie wenn wir kein Try-Catch hätten. Und damit haben wir hier jetzt im Prinzip das Ganze sogar auf 13 Zeilen inklusive der Leerzeilen reduziert. So, und insofern, das ist also die finale, endgültige Lösung. Noch kompakter geht es jetzt nicht. Und das ist sozusagen State of the Art, wie moderner, asynchroner JavaScript-Code aussehen sollte. Das Ganze basiert natürlich jetzt auf der Annahme, dass wir eine Bibliothek oder ein Modul verwenden können, was bereits Promise-basierte Funktionen zur Verfügung stellt. Bei Node, die APIs werden nach und nach alle umgestellt. Also viele von den APIs von Node bieten inzwischen einen entsprechenden Slash-Promises-Ansatz, wo man die Promise-basierte Variante der API laden kann. Und viele Module aus der Community, also gerade neuere Module, die arbeiten gar nicht mehr mit Callbacks. Und viele ältere Module bieten inzwischen zwei Interfaces an, so ein duales Interface, wo man es quasi mit oder ohne Callbacks verwenden kann, wo man sich das sozusagen aussuchen kann und was den Umstieg natürlich auch sehr viel einfacher macht. Und wenn man jetzt tatsächlich noch mit irgendwas arbeiten muss, was tatsächlich noch Callback-basiert ist, dann hat man eben, wie gesagt, die Option, entweder selber so einen Wrapper zu schreiben oder wenn sich die Callback-basierten Funktionen an gewisse Standards halten, dann kann man mit UtilPromisify arbeiten und sich an der Stelle eben auch eine Menge Aufwand ersparen. Und letztlich ist das Ganze ohnehin nur eine Frage der Zeit, bis mal mehr oder weniger alle Module, alle Libraries, die es so gibt, umgestellt sind. So, und das ist im Grunde genommen das gewesen, was ich dir heute zu asynchroner Programmierung in JavaScript zeigen wollte. Ich habe ja ganz am Anfang erwähnt, dass wir ein Video auch gemacht haben für den Einstieg in JavaScript. Das interessiert dich jetzt vermutlich eher weniger. Sonst hättest du das Video nicht bis zu dieser Stelle geschaut. Aber ich wollte noch kurz darauf hinweisen, dass wir noch mehr Videos zu JavaScript haben in diesem Stil. Zum Beispiel haben wir vor einer Weile ein Video veröffentlicht über objektorientierte Programmierung in JavaScript. Und auch den Link dazu, den findest du hier oben in der Infocard. Tja, und zu guter Letzt,
Wenn dir das Video heute gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben und dann teile es auch sehr gerne mit deinen Kolleginnen und mit deinen Kollegen. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch, dir einen schönen Montag zu wünschen, einen guten Start in die neue Woche und wie immer natürlich, pass gut auf dich auf, bleib gesund und dann in dem Sinne, dann sehen wir uns am Donnerstag wieder. In dem Sinne, mach's gut. Ciao.